Hey Leute, ich werde in meinem Sport nur Urlaub machen. Ja, voll der Fail. In meinem Urlaub werde ich nur Sport machen. Habe ich mir vorgenommen, 2 Wochen konstant Sport machen. Ist klar. Was mache ich? Ich gammel hier rum auf dem Bett. In der Decke. Es geht eigentlich schon warm. Und mein Chiller-Pulli und mein Chiller-Shirt. Mir ist sogar kalt geworden. Ich habe mein Shirt angezogen, weil ich mich nicht bewege. Richtig, richtig schlimm. Ich werde noch sehr viel zunehmen in meinem Urlaub, wenn es so weitergeht. Musst du kurz meinen Pulli zumachen. Ey Leute, Katastrophe, sag ich euch. Ich bin nur am Essen, am Gammeln, Serien gucken, am Handy. Zock eben mein Spiel, Cody Cross. Ich schreibe dir gleich noch, welches Spiel das ist. An die Person, die mir jetzt gerade bei Insta geschrieben hat. Ich schreibe dir gleich. Ja, wie gesagt, ich zock nur mein Spiel, bin am Handy, erzähl euch irgendwas. Bin auf irgendwelchen Single-Seiten. So just for fun. Ich suche natürlich nicht verzweifelt. Ich gucke einfach nur so ein bisschen nebenbei, ob vielleicht doch einer dabei ist, der mir gefallen könnte. Es läuft gerade Werbung für Hundefutter. Wie Hundefutter und Katzenfutter, keine Ahnung. Ja, gute Laune ist da, Leute. Sonne scheint. Ich könnte eigentlich rausgehen, aber ich habe gar keinen Bock. Morgen kümmere ich mich ein bisschen um mein Auto. Guck mal, was es so alles kann. Ich habe noch gar nicht gelesen mit meinem Büchlein, was es alles so für Funktionen hat, muss mich damit ein bisschen vertraut machen mit meinem Baby. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Es läuft irgendeine Musik, die ich nicht so gut finde. Ja, ich chill jetzt einfach weiter. Viel gibt's doch nicht zu erzählen. Sorry, dass ich gerade nicht so richtig. Der Tag ist nicht komisch. Sorry, dass ich gerade nicht so den Content liefere, den ihr sonst gewohnt seid. Dass ich so ein bisschen Umfragen stelle und irgendwas erzähle aus meinem Leben. Es ist gerade nicht so viel, was passiert. Was ich ganz cool fand, da Sydney und Vivian gewonnen haben bei Love Island. Ich habe die zwei so gefeiert und ich liebe die. Ich finde die so toll. So ein süßes Paar. Die passen so gut zusammen. Meine Stimme ist nicht da, obwohl ich kaum rede. Ihr Lieben, ich melde mich vielleicht. Bis dann. So, also was ich ja noch sagen wollte, Leute, kurze Story, dann bin ich weg, dann chill ich weiter. Ich wollte euch noch sagen, dass ich Nichtraucher bin, an diejenigen wegen der Umfrage, die neuen Follower, die es noch nicht wissen. Ja, ich bin Single, ich bin Nichtraucherin und die meisten haben echt gedacht, dass ich Nichtzockerin bin. Doch, ich zocke sehr gerne an meinem Handy irgendwelche Spiele oder generell. Ich zocke schon gerne am Handy, richtig schlimm und deswegen so Spiele, die schwierig sind. Schwierig davon loszukommen, die tue ich lieber schnell wieder deinstallieren. Ich habe dieses Cooking-Spiel, wo ich euch jetzt, worüber ich euch erzählt habe, auch schon wieder gelöscht. Habe ein neues Suchtspiel, Cody Cross ist eh ganz cool, gut für die grauen Gehirnzellen, das passt gerade zu meinem Filter. Was ich euch sagen wollte, ja, das war's eigentlich. Achso, ja, ich kann Männer selbst ansprechen. Ja, ich war früher nicht so selbstbewusst. Wie cool ist das bitte mit der Farbe, ne? Ich war früher nicht so selbstbewusst. Kam erst mit der Zeit, mit dem Alter, mit dem Erwachsenwerden, mit der Reife. Dann kam das Selbstbewusstsein sehr. Ich liebe diesen Filter, habe ich das schon bei euch gesagt. Der ist so, so cool. Ja, und ansonsten, das habe ich dann noch in der Umfrage gestellt. Achso, ja genau, ich liebe Katzen. Ich mag auch Hunde, ich mag beide Tiere sehr, aber Katzen noch mehr. Die sind meistens so verschmust und süß und kuschelig und ja, ich kann es euch nicht erklären, aber ich bin halt eher Katzenmensch. Jetzt kommt gerade apropos wieder Hunde und Katzenfutter in der Werbung bei YouTube. Oh Gott, mir ist so warm, Leute. Jetzt habe ich mich ein bisschen arg wild bewegt. Was kann ich euch noch erzählen? Es gibt gerade nicht viel. Ich chill einfach gerade mein Leben. Ich wollte ein bisschen was bei Insta posten, weil ich die letzten 2 Tage total inaktiv gewesen bin. Ich werde ein paar Bilder wieder hochladen, ein paar Texte dazu schreiben, ein paar Texte reinschreiben, wie auch immer. Einfach jetzt meinen Urlaub genießen mit meiner Familie. Chillen, 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 weil nächste Woche werde ich Sport machen, habe ich mir vorgenommen. Ob es klappt, weiß ich noch nicht. Ja, und ich hoffe, dass ich nicht arg zu sehr zunehme jetzt, weil ich schon gut bei meinen Eltern esse, ne? Meine Fingernägel hat meine Mutter mir vorhin etwas gefeilt, mega lieb von ihr. Und ich muss die nachher noch lackieren. Ja, bis bald. Tschüss.